Willkommen zurück. In der letzten Folge hatten wir am Ende, war auf einmal die Festplatte leer und da fehlt so ein klein bisschen Gameplay. Wir haben da nichts weiter gemacht, außer die dreht das Rad, dann sind die Bergarbeiter frei. Ich habe übrigens diesen Kesselraum da euch ja gesagt, ihr könnt ja gerne mitspielen, wenn ihr wollt, und ihr habt euch anscheinend zu Herzen genommen. Und es ruckelt gerade so ein bisschen, was hier los ist. Das ist bestimmt wegen dem. Nee, lädst du irgendwas gerade noch runter? Oder? Nein. Das hier ist der hier, hier. Player 3. Du sorgst dafür, irgendwie, dass unser Spiel ruckelt. Was ist denn da los jetzt gerade? Ist komisch, ne? Das ist bestimmt der. Bitte dreht das Rad. Meinst du wegen irgendeiner... Hält nicht mehr lange durch. Oh, nee, jetzt da unten hält irgendein Salat, Salat nicht mehr lange durch. Irgendein Soldat nicht mehr durch. Kampfgebet. Positive Wellen. Aber ist auch überhaupt kein Wunder. Ist auch öfter am Raddrehen nicht aufgepasst, ja. Ist überhaupt kein Wunder, dass es nicht schneller vorangeht. Das ist immerhin jetzt die Uni, die dabei ist. Wer da schon mal war, der weiß, macht weiter. Das, Tor das dauert alles. Ja, wir hatten das Spiel ja auf öffentlich gestellt. Ja. Und das haben wir jetzt davon. Es ruckelt. Eigentlich ist es ja ganz nett, wenn jemand mitspielen kann, aber wenn es dadurch ruckelt, wäre es natürlich... Wer weiß, ob es dadurch jetzt geruckelt hat. Ja, keine Ahnung. Ist aber jetzt zum ersten Mal gerade und so richtig nachvollziehbar ist es nicht. Aber jetzt geht's eigentlich wieder halbwegs. Ja, also so ein bisschen ist noch da manchmal, aber vielleicht beruhigt es sich auch wieder. Ja. Hand hoch, wer jetzt noch die Übersicht hat. Sie sind frei. Ach, guck mal, sie sind frei. Der Soldat, er hat es nicht geschafft. Oh. Er ist jetzt bei den Göttern. Ja, lasst uns noch ein paar mehr dorthin schicken. Dann lasst uns Shatterjack erledigen. Wenn er hinüber ist, können wir den Kerker von Shedder für immer schließen. Der arme Soldat hat es leider nicht gepackt. Naja, er ist bei den Göttern. Das ist schon okay. Ich finde es ganz cool, dass wir jetzt nicht die Charaktere doppelt haben, also dass da jetzt jemand mitspielt, der noch den... Und dann werde ich den Käfig wieder aufkauen und Zane wird mich nicht flöten. Was? Das war die dritte, also eine andere Spielfigur sehen. Nein, ich weiß, was der hier gerade erzählt hat. Ach so, ja, wie gesagt, ich glaube, der hat so ein bisschen... Ein Sprachfehler, ja. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das ist gar kein Sprachfehler, er bringt immer nur Worte durcheinander. Ja, das geht das schon als Sprachfehler? Aber ich dachte, Sprachfehler ist immer, wenn man bestimmte Sachen vielleicht tatsächlich nicht aussprechen kann oder so. Also er scheint das ja immer nur Fehler zu verwechseln. Das ist halt ein anderer Sprachfehler. Das ist schon eine andere Art von Sprachfehler. Sprachfehlerexperte Martin Lee erklärt die Welt. Oh, wer kommt jetzt? Na, Shatterjack. Den teasern sie uns doch jetzt schon. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt schon kommt, aber Zeit. Ich glaube schon mit diesem großen Bosszeichen. Aber immer mit diesem Zwischenladebildschirm. Hoffentlich hilft uns die Uni hier was im Leben. Hilft nicht nur im Leben, hilft auch im Spiel. Bitte seid vorsichtig. Er hat schon so viele Leben genommen. Ich würde es nicht ertragen, wenn er euch auch noch tötet. Unsere bekommt er nicht. Oh Gott, Mann. Ich kann nicht hinsehen. Alle dein Kampfgebet, dann werdet ihr nie getrennt. Es passt halt auch überhaupt nicht ins Spiel. So, es gibt ja sowas wie Magica, was halt auch irgendwie das ganz cool macht. So. Ja. Oder andere Spieler, die halt auch echt witzig sind auf eine coole Art. Ja. Und das passt halt gar nicht rein. Es wirkt sehr so, als wäre es im Nachhinein erst eingebaut. Ja, genau. Die Welt an sich ist eigentlich ja so mit den Charakteren und den Monstern und so. Mit Shatterjacks Yacht, Gracht. Ach, egal. Auf jeden Fall werdet ihr nicht sehen. Oh, Entdeckung. Alle dein Kampf. Hilfe. Berühre einen Freund mit deinem Kampfgebet. Oh, die verfolgen mich ja, diese Lava-Käfer. Und die explodieren dann. Ja, op. Ah, Vorsicht. Ach, rette uns. Ah, scheiße.
Also ich renn, komm mal schnell zu mir hoch. Ich komm auf der Ecke nicht raus, weil die Vision so blöd war. Ja, scheiße. Ich war da festgenagelt sozusagen. Das ist zum Beispiel jetzt blöd bei so einem. Ja, mach halt was. Ey, die Uni. Es bringt halt einfach nichts, die im Leben zu haben. Es ist vollkommen umsonst. Ah ne, guck mal, die darf noch weitermachen. Schauen wir mal, die Uni hier sagt. Das ist das Blöde durch den Screen, weil ich unten so hing ich an der Rolle fest und konnte nicht links lang, wo ich eigentlich lang wollte. Du musst eigentlich rauszoomen. Weil gerade in so einem Kampf ist natürlich scheiße, weil du musst hinter diese Stelle kommen. Ja, wenn man auf verschiedenen Seiten des Screens ist, ist schwierig. Ja. Uni, gib mal ein bisschen an. Das schafft die Uni nie. Kommt doch an, wenn sie genug Heiltränke hat. Ist wieder Fördergelder einkassieren und dann doch nichts aus den Leuten machen. Ja. Es ist schade, dass man nicht irgendwie ihre Anzeichen sehen kann. Auftrag gescheitert. Was? Da ist er. Gold verloren. Jack. Bitte seid vorsichtig. Er hat schon so viele Leben genommen. Ich bleib jetzt mal ein bisschen in deiner Nähe. Wenn er euch auch noch tötet. Hier können wir zumindest zusammen in Deckung gehen. Na dann. Shatterjack, gib dein Schlimmstes. Ich kann nicht hinsehen. Ja. Ich war ja nie auf der Uni, ich hab's ja nur auf die Volkshochschule, auf die Volkshochschule, auf die Fachhochschule geschafft. Die Volkshochschule. Deshalb vertraue ich der Uni hier nicht. Ihr könnt es nicht aufnehmen mit Chatterjacks Yacht, Kracht. Ach, egal. Auf jeden Fall werdet ihr nicht siegen. Und wie die Sprüche besser werden, wenn man sie öfter hört. Ja. Ja, Kollege, roll dich halt. Oh Mann, ey. Hilfe. Ja, kann ich ihm noch helfen? Hat einen Heiltrank selber noch gehabt. Ah, shit. Oh. Na, ich kann nicht mehr rechtzeitig weg. Fuck. Weg. Bemühungen sind flüchtig im Vergleich zu Shatterjacks. Hilfe. Kommst du rechtzeitig hin? Ja. Ja. Fördermittel abgegeben. Okay. Oh. Das war knapp. Hilfe. Der war ganz woanders, okay. Fuck. Oh. Ups. Shit. In der Ecke waren, glaube ich, irgendwo mal Heildinger. Ich guck mal kurz. Ich habe ihn auch beim Starten des Screens irgendwo mal gesehen. Ne? Komm mal mit. Warte. Jetzt hat die scheiß Viecher fallen. Scheiße. Wow, knapp. Ne, ich sehe nirgendwo hier irgendwie Heildinge. Schade. Ach, rette uns. Okay, ich bin auf Weg. Fuck. Danke. Warte mal. Nee, hier ist nirgendwo mehr was. Wow, das hat weh. Geh ran. Ja, nicht da drin. Ah. Ach, guck mal, den Schuss könnte man auch unterbrechen, wenn man es schaffen würde, da schnell genug hinzukommen. Oh, shit. Aber ich hab den doch gerade unterbrochen. Wie kann es denn sein, dass der mich in dem Moment erwischt? Hilfe, Au! Mann.
Danke. Ah, Wecker. Ah, oh, der hat mich gleich wieder erwischt. Komm schon. Oh, noch eine Phase. Nein, das schafft man schon. Ja, das ist aber billig, dieser Sprung. Ist ja nicht so schön, dass die Ja, das ist das Problem. Komm her. Dass er jetzt wieder in dem Modus drin ist und jetzt kommen die blöden Käfer auch runter. Oh, 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 schnell nach unten, nach unten! Ja! Sofort nach oben. Shit. Hilfe, Mann. Shit, 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 ja. Shit! Ah, fuck. Ah! Ah! Ja, ich wollte nach oben und dann standen wir so blöd an dem Screen wieder. Ja, ganz los. Und es ist ein Heildinger. Ja. Jawohl. Da noch ein Heil. Heil-Orb. Komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt stirb halt! Ja, alles meins. Sehr schön. Ja, ihr habt es geschafft. Das Eschen-Imperium wird keine Unschuldigen mehr versklaven. Nein, 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 nein. Ich werde euch zu Mikroben verreißen. Ihr werdet Septics Korn zu spüren kriegen. Ja, ich glaube, ohne Korn lässt sich das ja auch kaum ertragen. Hm. Ja, ich euch ja... Gut durchgebracht hier. Ja, hast du super gemacht. So, schauen wir mal. Ja, hervorragend gemacht, Christian. Perfekt. Und die Uni war mal wieder zu nichts Nütze. Kam ja irgendwie auch später dazu. Rüstung ist erweitert. Und Shatterjack ist tot. So, jetzt mal kurz gucken. Warte mal, jetzt mal kurz gucken hier. Meteorsturm, okay. Was ist das denn? Ich stelle das jetzt mal auf nur Freunde, ne? Okay. Wenn der jetzt vorrennt, dann löst er eventuell irgendwelche Sachen aus. Und, ja, macht dann. Das ist nicht so gut. Meteorsturm, Inferno. Und tschüss, Uni. Ich finde eigentlich... So viel zur Uni. Ist ja wie im richtigen Leben. Dropout. Ich kann die Rüstung verbessern, oder? Warte mal, ich hatte... Ach, guck mal, ich habe hier göttliche Aura. Die ich habe eben schon gehabt. Seltsam. Erzeugt eine wirbelnde Aura um den Nutzer, die getroffenen Feinde leiden, die getroffenen Feinden Blitzschaden zufügt. So, jetzt aber richtig. Will ich haben. Göttliche Aura. Finde ich gut. Und Urteil, was war denn Urteil? Das habe ich doch nicht ausgerüstet. So. Zwei neue Fähigkeiten. Ist ja der Wahnsinn. Kann ich irgendwas noch aufbessern? Level 6 sind wir, oder? Ja, wir sind Level 6. Achso, die Ausrüstung ist einfach auf Level 2 gegangen. Ach, da geht es ja erst in Level 13 weiter. Boah, da brauche ich ja 1.000 Punkte. Ach, guck mal, ich kann hier schon was verstehen. Achso, ich kann mir jetzt noch Dings kaufen, Heiltränke. Was nehme ich denn? Das wäre ganz sinnvoll. So, Schaden durch kritische Treffer wird um 40% erhöht. Das, Okay, Energieträger habe ich mir gekauft. Und das wird automatisch wieder freigeschaltet, oder was? Ja, du kriegst immer so ein bisschen... Okay. Noch Energietotem gekauft. Ich bleibe jetzt mal beim Zorn der Götter. Ich finde den irgendwie ganz, ganz nett. Schon allein, weil die Reichweite ein bisschen weiter ist, glaube ich, gar nicht so. Jetzt hier noch dein Freund braucht dich so. Wenn du jetzt denkst, ich muss noch Hausaufgaben machen, ich muss noch ein bisschen was lernen für die Arbeit, muss das machen. Und dann willst du halt aufhören, dein Freund brauche ich, na gut, ich muss weiterspielen. Voll gemein. Kannst deshalb wird es auch nichts mit der Uni. Nee, muss ja mal gucken, dann kann man immer noch. Da kann man halt immer noch weitermachen. Wird man weiter zum Spielen gezwungen? Das ist schlimm. Wir werden auch gezwungen, also praktisch eine Folge noch mindestens weiter zu spielen. Weil Christian braucht mich, da stand es ja. Ihr braucht mich auch und wir brauchen euch. Und wir sehen uns alle hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut, tschüss.